Sodala, Hallöchen, grüße euch und herzlich willkommen zu FIFA 16 zurück. Mein Name ist Franconia und langsam treffen wir euch mit Dembele. Den lassen wir mal Fernschüsse ein bisschen trainieren, obwohl es ja ganz gut geklappt hat in der letzten Folge. Hat da 2 Tore gemacht. Dann Gislason, der ist auch schon 30. In den brauchst du aber auch nicht mehr groß investieren, ne? Dann lieber in den Bandowski, Junge. Jo, so schaut's aus. Und dann gehen wir mal noch in die wohl Mittelfeldspieler. Hanno Behrens, den könnte noch eine Schippe drauflegen. Abwehr, den lassen wir mal Abwehr ein bisschen in die Zweikämpfe gehen. Und last but not least den Kevin Möwald. Von dem halte ich ja persönlich auch sehr, sehr viel, obwohl er ja bei mir kaum spielt. Nur so gut wie gar nicht. Aber hat hier die A voll gemacht. Sehr schön. Jo, dann hätte ich gesagt, spielen wir heute weiter. Und das gegen den HSV. Ja, wir spielen jetzt ja wieder auf Profi, wie ihr schon gemerkt habt. Aktuell ist aus Deutschland weg. Pressekonferenz, 1. FC Nürnberg, wir motivieren. So. Gut. Ja, hab leider wieder auf Profi umgestellt da. Ich will eigentlich noch das retten, was nimmer zu retten ist, sagen wir es mal so. Aber gut, jetzt weiß ich es auch, ne, dass ich nicht so. Ach, El Rondo da. Ey, El Rondo, du nervst mich schon wieder, ey. Nein! Das nervt mich schon wieder, Jungs. Das mache ich nicht, ey. Ich hasse El Rondo. Und es regnet in Nürnberg. Geh ich ja den HSV. Jo, und wir klicken doch gleich mal weiter. So. Nein, da sind sie sich gegenseitig im Weg. Da wird er gefoult. Ja, ja. Boah, schön freigespielt, HSV. Boah. So, Etzeler. Nein. Schön. Nein. Ah, war gut gedacht, aber sonst. Ekdal, Ilicevic. Vorsicht, wieder Ekdal. Ilicevic. Mit der Flanke nach oben zu Julian, zu Stieber, aber gut geklärt von Ake. HSV aber wohl weit in den Ball. Boah. Vorteil. Sehr schön. Etzeler. Füllkrug. Nein. Wieder nix. Offensiv schwächster Verein, der Club mit 24 Toren. Herr Godda. Behrens. Ake. Füllkrug. Vorsicht. Schön dazwischen gegangen von Audrey Petrak. Und da gibt es jetzt eine gelbe Karte für Alessandro Schöpf. Ja, geht schon in Ordnung. Der ist ja auch richtig reingegangen. Vielleicht sehen wir nochmal die Wiederholung. Hier. Bäm! Alter! Da habe ich auch kein Gras mehr, wo der nachgrätscht. Junge, Junge, Junge. So, Etzeler. Eckball. Diaz bringt ihn rein. Jo. Ganz klar, Freistoß Nürnberg. So, Ivan Hofland. Nein, Fehlpass. Vorsicht, Obacht. Ilicevic wieder.
Ljubicevic kann sich nicht durchsehen. Durchsetzen gegen Sané. Fehlpass Sané. Obacht. Nochmal dazwischen. Schön, da Costa. Ja, kein Abseits. Branimir Gotta. Branimir Gotta. Macht er ihn? Der macht ihn. Nein. Knapp daneben ist auch vorbei. Erste Riesenchance hier für Nürnberg jetzt. Die nächste Partie. Oh, der Club auf Schalke. In der Veltins-Arena. Dann wird auch ein schwieriges Spielchen. Wird auch ein schwieriges Spielchen, Freunde. So, weiter geht's mit Schiplock. Ekdal. Obacht. Ekdal. Wird gefoult. Freistoß. HSV. Ja, dreht mal nicht durch, ist doch alles okay. War stinknormales Foul da. Macht euch nicht ins Hemd. So, Ljubicevic schießt. Boah. Aber auf den Torhüter, direkt auf den Mann. Was ist das denn da? Vorsicht, Latte-Tor. Traumtor HSV. 26. Spielminute. Ein Wahnsinnstor hier nochmal. Abgefangen von Wellenreuther. Und dann aus dem Stand nein, Wimpel. Hier, bam, Alter, Traumtor. Da kannst du nichts machen. Busch, Alter, das ist eine Arschschusstechnik. Normal brichst du da einen Haxen bei so einem Schuss. Aber nicht bei FIFA, Freunde. So, was soll's. Nein. Obacht, Da Costa hat ihn. Schön. Schön, nein. Da wird er gefoult. Da gibt's Freistoß, HSV. So. Ups, hat er sich verschätzt, der Sani? Schön. Nein, wieder Fehler, Sané, Alter. Was geht mit dem heute ab hier? Vorsicht, kein Abseits. Stiebe. Sultan Stiebe. Und klasse Parade. Vorsicht, oh, nochmal abgefälscht. Riesen Rettungstat von Da Costa. Na, den habe ich schon drin gesehen. Den habe ich schon drin gesehen fast. Ne? Aber Da Costa hat zum Glück noch gerettet. So, Flanke. Schöne Flanke. Jo, Dembele. Dembele. Schöne Flanke. Ah. Ja, aber gut gedacht von Dembele. Vorsicht. Schön, Obacht. Ljubicevic, jetzt der Konter HSV. Boah, klasse und stark gemacht. Junge, 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 Junge. Da Costa wieder. Der ist schon wieder ziemlich fix und alle hier. Schön auf Dembele. Dembele, Junge. Der war aber richtig gut gespielt. Vom jungen 21-jährigen Franzosen ausgeliehen. Ah, von Borussia Dortmund. So, jetzt habe ich den Satz endlich zu Ende gebracht. Und überraschend führt der HSV gegen Nürnberg. Wieder Sané mit einem Fehlpass. Na, der gefällt mir aber so gar nicht heute, ne? Vorsicht. Vorsicht.
Vorsicht. Kein Foul. Dembele. Dembele! Das muss er. Das ist es aber nicht. Alter Schwede. Weltklasse-Parade von Titan. Riesenchance nochmal für den Club kurz vor der Halbzeit. 0:1 damit. Führt der HSV in Nürnberg. Überraschend, wie ich finde. Und ich bin noch nicht so ganz fit irgendwie. So, Gladbach, Stuttgart 1:1. Bremen, Mainz 0:1. Hannover, Lautern 0:0. Und Leipzig führt in Hoffenheim das Spiel der zwei Retortenclubs, nenne ich es mal. Naja, was soll's, wir müssen auf uns schauen. Da haben wir noch genug Arbeit jetzt hier in der zweiten Halbzeit vor uns. Wir müssen das Spielchen drehen, Freunde. Da habe ich schon gedacht, den bekomme ich doch, aber bekomme ich doch nicht. Etzele. Nein. Obacht. Nürnberg kommt gar nicht mehr jetzt an Zug. Ekdal. Vorsicht. Schön. Dembele. Schön. Füllkrug. Füllkrug, das muss es sein. Das ist es nicht. Nürnberg vergibt die nächste Riesenchance gegen den HSV. Lässt die nächste Chance liegen. Yes, das ist nach Schiplock jetzt. Komm, Kopfball wird gewonnen. Nein, wird nicht gewonnen. Stieber. Schön dazwischen. Vorsicht, boah, Glück gehabt. Da war sogar Überzahl. Das darf auch nicht sein. HSV kommt nochmal. Kopfball. So, wieder Fehlpass. Okay, da muss ich jetzt auswechseln. Und zwar, Freunde, der Sané hat mir gar nicht gefallen heute. Das ist total Durchwind. Und dann holen wir nochmal Mike Ott rein für den gelbverwarnten Alessandro Schöpf. Vorsicht, Stieber, faul. Was denn? Jawohl, und hier geht somit Leroy Sané und Alessandro Schöpf. Der hat mir aber mal so richtig nicht gefallen hier, ey. Nein, Obacht, Tor. Boah, Wellenreuther pariert klasse. So, Obacht jetzt. Na, HSV hat Zeit. Holpi wird den Ball kurz reinbringen. Jawohl. Stieber. Sultan Stieber. Auf Jung. Gideon Jung. Hunt. Aaron Hunt. Vorsicht, Tor. Pfosten. Da steht sie sich wieder gegenseitig im Weg. Das ist kontraproduktiv, Freunde. So, sehr schön, jo. Hrgota, was für ein Konter. Hrgota! Boah. Dembele, kommt er ran? Kommt er ran? Der kommt nicht ran. Alter, die schwimmen jetzt auch wegen hinten drin, ne? Aber was für eine Chance wieder für den Club. Gegen den HSV. Boah, HSV kommt trotzdem noch hier an die Kugel. Und der geht, der rollt. Nein, der ist nicht im Aus. Schön nach hinten. Vorsicht, Vorsicht. Wow. HSV macht es sehr, sehr gut. Arbeitet sehr, sehr gut auch gegen den Ball. Wie es so schön heißt. Und dann wie dieser Fehlpass. So, Gislason. Wie gesagt, auch schon 30. Oh Gott, jetzt ein Laber, oder? Pfosten 1:1, yeah! Und da muss ich sagen, doch auch ein bisschen verdient hier dieser Ausgleich. In der 71. Spielminute hier nochmal die Wiederholung. Da nimmt er sich ein Herz und rennt an.
Und der treffensichere Hürgotter macht den Ausgleich. So, jetzt so kann es ja weitergehen, ne? Noch 20 Minuten bleiben uns. Den Ball müsste ich schon längst haben. Da müsste normal schon längst der Konter eingeleitet sein da. Etzler, Hrgota. Schön, aber nicht gut mitgenommen. Jetzt der Konter des HSV Seferovic. Auf Ijevic. Ilicevic. Ijevic, bin ich tot. Da wird er gefoult. Oh nee, da kommt er hin. Was jetzt? Freistoß nochmal für den HSV. Ilicevic wird den Freistoß reinbringen. Oder? Nein, der wird wieder so spielen. Ach, das hasse ich wie die Pest sowas. Sowas sollte verboten werden. Tor. Hamburg führt. Alter, leck mich doch. Der HSV führt in Nürnberg hier. Durch einen simplen Trick. Einmal um den Wand rum. Und dann passt er sogar noch rüber. So steht es 2:1 für den HSV. Wer hat's gemacht? Der Holtby, Alter. So. Oh, 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 oh. Da wollte ich doch mal ordentlich durchgehen hier. Vorsicht. Schön dazwischen. Wieder Fehlpass, ey. Boah. Puh, dazwischen nochmal. Aber da geht auch keiner hin vom Club. Jetzt hat der Sultan Stieber, Alter. Schöne Flanke. Jetzt rennt dem Club die Zeit davon. Eieiei. Vorsicht. Boah, gibt's ja nicht. Na, selbst bei Profi bin ich halt doch noch unter HSV 10 Schüsse, ey. Das darf nicht passieren in der aktuellen Situation beim Club. Schön, Etzler, komm. Dembele. Da werden wir doch nochmal auswechseln. Dembele, Alter, der ist schon richtig am Arsch. Dafür Asifuja rein. So. Vorsicht, kein Abseits. Ilicevic, der hat jetzt natürlich Zeit, er geht an die Außenlinie. Sowas sollte eigentlich nicht passieren. Sowas sollte eigentlich nicht sein in der FIFA-Ding. Sowas Unsportliches. Boah, Ballbesitz, Alter. HSV klar besser. Füllkrug, Füllkrug, Pfosten. Junge, 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 Junge. Niklas Füllkrug nimmt sich nochmal ein Herz und knallt das Leder an dem Pfosten. Was denn, Junge? Natürlich wieder Zeit, die gut ist für den HSV. Etzler nochmal. Und da ist es aus. Nürnberg verliert gegen den HSV mit 2:1. Und für das, dass es Profi war, waren wir richtig, richtig schlecht. Aber sowas von schlecht. Naja. Kann man nichts machen. Mund abputzen und weiter geht's. Und das alles morgen wieder. Zu einer neuen Folge FIFA 16 mit meiner Wenigkeit und dem ersten FC Nürnberg. Macht's gut. Servus.